Ob von Reisen, Medien oder Berichten, viele von euch haben wahrscheinlich ein gutes Bild von den Metropolen Tokio und Osaka, aber auch von den geschichtsträchtigen Orten wie Kyoto und Hiroshima. Aber in dieser Serie lassen wir diese bekannten Orte zurück und widmen uns stattdessen den vergessenen Präfekturen südlich der Goldenen Route an den Küsten. Mein Name ist Lena und zusammen mit der lieben Sanna werden wir euch in den nächsten 10 Folgen die Präfekturen Wakayama, Mie, Aichi, Shizuoka und Kanagawa näher bringen. Lasst uns in den Kommentaren wissen, auf welche Präfektur ihr euch am meisten freut. Und jetzt geht es los mit der Serie Südlich der Kyoto-Tokyo-Route, Japan mal anders. Ich nehme euch mit in die Präfektur Wakayama. Tag 1 meiner Wakayama-Reise und ich bin heute in Nachi-Katsuuda. Die Stadt ist für zwei Dinge bekannt. Nummer 1 ist die Pilgerroute Kumano-Kodo und Nummer 2 ist Maguro. Und deswegen bin ich heute früh aufgestanden, um hier am Fischmarkt eine Auktion von Thunfisch mit anzuschauen. Wow, einfach nur wow. Ich habe noch nie so viel Thunfisch auf einen Ort gesehen. Mir wurde vorhin erklärt, dass der Thunfisch hier frisch auktioniert wird. Das ist der einzige Ort in Japan, wo das der Fall ist. Ansonsten kommen die Thunfische immer gefroren an. Die Auktion hier in Katsuuda findet übrigens jeden Morgen ab 7 Uhr statt und ist für jeden zugänglich. So, mit dem Auto geht es für mich jetzt weiter ab in die Berge, in die Richtung der Kumano Kodo. Das ist die alte Pilgerstraße. Ich habe heute das Vergnügen, mit dem Auto unterwegs zu sein. Aber wenn ihr mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs seid, dann erreicht ihr das auch einfach mit einem Bus. Die Kumano Kodo ist schon seit der Heian-Zeit, seit mehr als 1000 Jahren, ein beliebtes Ziel für Pilger. Sie hatten ein ganz besonderes Outfit, wenn sie hier zum Pilgern gekommen sind. Und da werde ich mich jetzt umziehen, damit ich die echte Heian-Experience haben kann. Ich bin fertig umgezogen, wie findet ihr? Und ich werde jetzt auch eine Runde pilgern gehen. Ich habe mich wieder aus der Heian-Zeit zurück in die Gegenwart begeben und bin froh, wieder in meinem T-Shirt und in meiner Hose zu stecken. Das mit dem Kostüm ist wirklich eine tolle Erfahrung und ich kann es nur allen empfehlen. Eine Stunde kostet 2000 Yen, zwei Stunden 3000 Yen. Ich bewege mich jetzt weiter zur heiligsten Stätte von Nachi, dem Nachi Taisha. Der Kumano Nachi Taisha ist eine der drei wichtigsten Shinto-Schreine hier in der Kumano Kodo-Region. Und hier wird Nachi no Otaki verehrt, der Kami, der Japans größtem Wasserfall innewohnt, Nachi no Taki. Im Hintergrund seht ihr den Hauptgrund, warum so viele Leute hier zur Kumano Kodo in Nachi Katsuuda kommen. Das hier ist eines der bekanntesten Fotomotive Japans, mit Japans höchstem Wasserfall. Das hier ist der Nachi no Taki und mit 133 Metern ist er der höchste Wasserfall Japans. So, näher als hier kommt man an den Nachi no Taki nicht dran, aber wie ihr sehen könnt, es ist eine unglaubliche Wassermenge, die hier runterkommt. Ein bisschen kühler Wind kommt dadurch auch auf und so ein bisschen kommt das Wasser sogar bis hierher gespritzt. Dass das hier ein Gott ist, kann ich verstehen. Ich bin jetzt wieder auf dem Rückweg zum Auto und ich habe richtig Hunger gekriegt. Mir wurde empfohlen, zurück nach Katsuuda zu fahren und dort den leckeren Maguro zu probieren. Und das werde ich jetzt machen.
Mein Essen ist angekommen und heute gibt es ein Set mit Maguro Don, also ein Thunfisch-Reisschälchen. Außerdem Maguro Sashimi und dann Mehadi Sushi. Das ist dieses grüne hier. Das sind Reisbällchen umwickelt mit einem leicht eingelegten Senfblatt. Das Blatt ist so ein bisschen in Sojasauce eingelegt. Das Blatt gibt dem Ganzen eine sehr interessante Konsistenz. Als nächstes probiere ich dann mal das Maguro Sashimi. Wie ihr sehen könnt, sehr, sehr dick aufgeschnitten. Ja, am Geschmack kann man auf jeden Fall erkennen, dass das hier der beste Ort ist, um frischen Maguro zu essen. Ah, Mehadi Sushi und Maguro, beides war wirklich, wirklich lecker. Und ich mache mich jetzt auf den Weg zum Bahnhof. Leider ist das schon das Ende meines ersten Tages in Wakayama. Und für mich geht es morgen weiter in Shirahama. Das ist an der Westküste Wakayamas. Und da fahre ich jetzt dann mit dem Zug hin. Heute ist der zweite Tag meiner Wakayama-Reise. Und ich bin gerade in Shirahama angekommen. Wie ihr es sehen, hören und spüren könnt, heute regnet es leider. Das Wetter ist nicht so toll. Im Hintergrund seht ihr Shirahama Beach. Das ist einer der schönsten weißen Sandstrände in Japan. Jedes Jahr kommen tausende Besucher hierher, um das wunderschöne Meer und den Sandstrand hier zu genießen. Und ich hatte schon mein Bikini eingepackt, aber das wird heute leider nichts. Die Shirahama-Gegend hat übrigens nicht nur diesen wunderschönen Sandstrand, sondern auch andere wunderschöne Küstenabschnitte. Engetsuto, das ist eine Steinsformation vor der Küste von Shirahama, die aussieht wie so ein Torbogen. Wir sind am nächsten Spot angekommen, Sandambeki. Und eigentlich sollte man draußen natürlich auch die wunderschöne Aussicht genießen. Die ist leider heute nicht zu genießen. Und was ich euch zeigen kann, ist, hier geht es mit dem Aufzug nach unten in eine Höhle. Die Wellen hier, was für eine unglaubliche Kraft. Das ist natürlich besonders toll, gerade wegen dem Taifun. Das ist also das erste Mal heute, dass ich glücklich darüber bin, dass ein Taifun hier vorbeikommt, weil diese Wellen sind einfach wirklich beeindruckend. So, wir machen uns jetzt auf den Weg zum Umeboshi-Kan. Das ist ein Laden, wo sehr viele unterschiedliche Produkte aus Ume verkauft werden. Ume ist eine japanische Pfirsichart, die ist ungefähr so groß und wird normalerweise grün geerntet und dann werden unterschiedliche Sachen daraus gemacht. Meine liebste Art, Ume zu benutzen, ist übrigens Ume-Shu. Das ist der sogenannte Pflaumenwein, der weder aus Pflaume ist noch aus Wein. Und heute habe ich das Vergnügen, an einer Umeshu Experience teilzunehmen. Ich werde nämlich lernen, wie man selbst Umeshu macht. Ich darf heute drei verschiedene Arten von Umeshu machen. Aus drei verschiedenen Arten Alkohol mit unterschiedlichem Zucker. Und jetzt suche ich mir zwei wunderschöne aus. Wie hier zum Beispiel. Oh, schön hart. So. Ich kann hier Spaß haben mit den ganzen unterschiedlichen Farben und darf mir aussuchen, welche ich benutzen will. Ein bisschen pink. Voll. Oh, es ist wie so ein kleines Aquarium. Ein kleines Ume-Aquarium. Und so sieht es dann aus, wenn es fertig ist. Und fertig. So, meine persönlichen Umeshu 3 Arten sind jetzt fertig. Es ist etwa eine Aktivität von 30 Minuten. Und die kann man hier im Umeboshi-Kan machen für 2200 Yen. Jetzt, wo wir hier beim Umeboshi-Kan fertig sind, hat es sogar aufgehört zu regnen. Ich hoffe, es bleibt so. Wir machen uns jetzt auf den Weg in die Stadt Wakayama, wo ich eine weitere Spezialität probieren werde. Eine weitere Spezialität in Wakayama ist Wakayama Ramen. Das ist ein Mix aus Tonkotsu und Sojasauce. Und der Laden im Hintergrund hier ist angeblich der berühmteste in Wakayama City. Itadakimasu!
Das ist wirklich, wirklich gutes Wakayama-Ramen. Im Ramen sind auch noch einige Stücke Fleisch drin. Das ist Chashu, Schweinefleisch. Und ich bin mir sicher, die werden auch hier im Laden handgemacht. Sehr gut. Wie ihr sehen könnt, ich habe auch gegessen. Nur die Suppe ist noch übrig. Aber die geht auch mit einem Schluck nach dem anderen weg, weil sie einfach so lecker ist. Gochisousama deshita. So, nach 1,5-stündiger Zugfahrt und Schienenseilbahnfahrt bin ich jetzt hier am Koyasan angekommen. Und ich freue mich schon total zu sehen, was es hier alles zu entdecken gibt. Im Hintergrund seht ihr den offiziellen Eingang des Koyasan. Das ist das Daimon, das Haupttor. Und jetzt sind wir ganz am Ende von Koyasan. Das ist der Eingang zum Oku no In. Wir sind am allerersten Punkt hier bei der Brücke Ichinohashi, also die Brücke Nummer 1. Und das ist der erste Ort, wo man sich purifiziert, indem man eben über das Wasser läuft. Sobald man die Brücke hier überquert, wird es sofort viel leiser und man fühlt sich schon so, als wäre man auf einem Friedhof. Umgeben von diesen uralten Bäumen, die teilweise 400 bis sogar 500 Jahre alt sind. Es ist ein unglaubliches Gefühl. So, ich bin jetzt in meiner Unterkunft für die heutige Nacht angekommen und das hier ist der Eko-In. Es ist ein Shukubo und Shukubo bedeutet quasi Tempel-Gasthaus. Also ich übernachte hier in einem echten buddhistischen Tempel, der von Mönchen geführt wird. Hier finden ganz normal buddhistische Lehren und Zeremonien statt und ich darf heute hier übernachten in diesem wunderschönen japanischen Zimmer. Und ich bin jetzt bereit für eine Meditation. This character symbolizes our supreme Buddha. And the purpose of this meditation is you. And this character become one. So, meine 30-minütige Ajikan-Meditation ist jetzt zu Ende und es war eine sehr interessante Erfahrung für mich. Ich muss sagen, von 1 bis 10 zählen mit dem Atmen, ich bin relativ oft rausgekommen. Guten Morgen alle zusammen. Es ist 10 Minuten vor 7 in der Früh. Heute geht es hier weiter mit dem Programm am Eko-In und da fängt es gleich mal an mit einem Morgengebet. Das ist in 10 Minuten um 7 Uhr und da begebe ich mich jetzt hin. Damit neigt sich meine Wakayama-Reise auch dem Ende zu, nach 3 Tagen und unglaublichen Erfahrungen. Sagt mir bitte in den Kommentaren, was euch am besten gefallen hat und welchen Ort ihr auf eure Bucketlist schreibt. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann wünsche ich mir sehr, dass ihr ihm ein Like gebt und ich hoffe, ihr abonniert auch den Reise nach Japan-Kanal. Klickt doch auf die Glocke, damit ihr keine neuen Videos verpasst. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, dann könnt ihr mich finden unter Japan hautnah. Ich hoffe, euch im nächsten Video wiederzusehen. Bis dann, tschüss und sayonara!